Kurznachrichten bei Inside Wirtschaft. Ich bin Manuel Koch. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, die Politik hat mal wieder die Märkte fest im Griff. Zum einen die Wahl in Frankreich. Zum anderen schauen Börsianer morgen auf das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem chinesischen Präsidenten. Da geht es natürlich um die Handelsbeziehungen. Und so gibt es wenig Dynamik an den Aktienmärkten. Der DAX leichte Minus bei etwa 0,3% bei 12.282 Punkten am frühen Nachmittag. Die Rekordmarke bei knapp 12.400 Punkten ist damit wieder ein bisschen weiter in die Ferne gerückt. Von Unternehmensseite schauen wir auf die Bankentitel. Da ist zum einen die Commerzbank. Der Betriebsrat und die Bank verhandeln wohl über die Streichung von tausenden Stellen. Börsianer finden das tendenziell gut, denn das bedeutet Kosteneinsparungen. Und auch die Deutsche Bank im Fokus. Nach der Durchführung und Abwicklung der Kapitalerhöhung hat sich die Aktie wieder deutlicher erholt. Und die Zahl des Tages habe ich auch noch für Sie. 359.700. So viele Fahrzeuge wurden im März in Deutschland verkauft. Nur beim Diesel lief es nicht so gut. Kräftigster Gewinner ist Porsche. Soweit die Kurznachrichten am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.